Mein Herz, Sadiki, lässt mich im Stich. Lass mich dir helfen. Vielleicht gibt es einen Arzt, zu dem ich dich bringen kann. Ja, zu spät. Doch ich habe noch so viel zu tun. Mein Lebenswerk, ein Traktat über die himmlischen Sterne. Ich muss es zum Haus der Weisheit bringen, ehe meine Rivalen es in die Hand bekommen und meinen Ruhm stehlen. Ich könnte das Traktat für dich überbringen. Und dann ist er noch mein lieber Sohn. Heute haben wir uns gestritten, so erbittert. Ohne seine Vergebung kann ich nicht. Ich hole ihn, damit ihr Frieden schließen könnt. Nein, zuerst das Traktat. Hilf mir, es zu holen. Bitte! Das werde ich tun. Mein Vater war Architekt. Auch ihm hat ein Rivale den... Setz dich. Ich finde das Traktat. Es hat drei Seiten. Ich bewahre sie getrennt auf. Bitte finde sie für mich. Der Wind wird stärker. Ihr Tiefsinn wiegt schwer in meinen Händen. Diese Zahlen entziehen sich meinem Verständnis. Da bist du ja. Das waren alle. Ich muss zu dem Sternkundler zurückkehren. Nein. Nein. Mein Vater ist aus dem Leben geschieden. Möge Allah dich trösten. Die Seele verließ ihn, bevor ich ankam. Doch sein Körper fühlt sich noch warm an. Wir haben gestritten. Es war meine Schuld. Ich kam, um mich zu entschuldigen. Doch zu spät. Und du? Wer bist du? Ein flüchtiger Freund. Ich habe das Traktat deines Vaters geholt und biete es nun dir an. Er sagte, es sei sein Lebenswerk. Sein Lebenswerk? Das waren seine Worte, ja. Verstehe. Und was hat er über mich gesagt? Er flehte mich an, dich aufzusuchen. Doch ich ignorierte ihn und beschloss, das Traktat für die Nachwelt zu sichern. Die Nachwelt? Allah verfluche dich! Er war mein Vater! Du hast mich der letzten Versöhnung mit ihm beraubt! Geh! Dein Anblick macht mich krank! Lass mich in Frieden um meinen Vater trauern.